Willkommen zurück bei Fable 3. Wir erkunden noch ein wenig die Gegend, bevor wir zu Sir Wallace gehen. Und da sehe ich schon wieder einen Schatz, aber ich komme gerade nicht runter. Ah, jetzt zeigt mir doch das Springsymbol wieder an. Endlich. So, da sind wir doch von vorbeigelaufen. Und da hat er den Schatz nicht entdeckt, der kleine Wuffel. Mann, Mann, Mann. Söldnerhut, Damen. Na, super. Zicken damit. Das Spiel hätte ja eigentlich mal darauf achten können, dass ich ein Typ bin. Ah. $250. Sehr gut. Jetzt haben wir 4,7. Ich glaube, so viel hatten wir noch nie. Aber jetzt können wir auch endlich mal zu Water gehen und mit der Bahn fahren, die vermutlich nicht pünktlich ist. La 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 la. Kokok. Das Loch. Wo ist denn hier los? Auf einmal sind hier Gäste. Oh, So. Ich hasse es. Was geht, alter Homie? Über diesen Ort komme ich nicht hinweg. Vor 20 Jahren war es nur eine düstere Leere, mitten im Nichts. Und jetzt wollen Leute sie in einer Stahlkiste überqueren. Und da kommt sie. Yeah. Naja, schnell sieht anders aus. Die meisten dieser Leute hier fahren direkt nach Bowerstone. Aber wir machen vorher einen kleinen Umweg. Ich hoffe nur, da stimmt was nicht. Oh oh. Sie wird abstürzen! Nein! Kommt, wir müssen da hinuntergehen. Was, hat der Ikin überlebt? Ach ja. Diese armen Leute, diese armen, armen Leute. Mach auf. Hier muss es runtergehen. Wir müssen diese Leute finden, nach Überlebenden suchen. Jemand muss Hilfe holen. Du hast es schon drauf, alter Mann. Jetzt ist die Frage, wo lang? Gehen wir! Oh nee, da geht's sogar wirklich lang. Aber... Ach, das ist ein anderer Aufzug, okay. Ja, dann gehen wir halt. Ist ja nicht, dass ich mich ist hier drücken will. Ist wohl der einzige Weg. Okay. Gar kein Problem. Fahren wir runter. Ich will nicht länger in der Kiste sein als unbedingt nötig. Bing! Oh, wie das vibriert hier. Stimulierend. Sie ist irgendwo da hinten gelandet. Oh, Minenschächte, okay. Ein altes Bergwerk oder was? Hört sich nicht gut an. Das Geräusch kenne ich nur zu gut. Goblins? Vielleicht war der Absturz der Schwebebahn kein Unfall. Vermutlich nicht, nee. Hops, oh ja. Die kennen wir ja wirklich noch. Hops! Ich wusste es.
Lasst keins von diesen Viechern am Leben! Schüsse aus der Distanz sind eine gute Idee. So riecht ihr den Gestank. Nicht schlecht für einen alten Mann! Du stehst im Weg. Das war's. Aber es kommen noch mehr. Darauf kann man sich bei Hobbs verlassen. Es kommen immer noch mehr. Habe ich da schon wieder einen Zwerg gehört? Eure Waffe ist lächerlich. Wartet, ihr seid lächerlich. Okay, wo ist er? Da kommen alte Erinnerungen wieder hoch. Aber leider nicht die besten. Könnte auch hier um die Ecke sein. Die Ärmsten. Sie hatten überhaupt keine Chance. Ich werde nie wieder mit einer Schwebebahn fahren. Das ist mal sicher. Gehen wir weiter. Durch diese Tunnel kommt man bestimmt raus. Und was ist hier unten? Nichts. Okay. Wohin gehen wir denn? Wir suchen ein paar alte Freunde auf. Sagen wir, ich würde in der Schlacht nur äußerst ungern auf sie verzichten. Gut gezielt. Was ist das denn für welche? Toller Treffer. Danke. Er kommt nicht durch. Er ist am Boden, erledigt ihn. Mach das selber. Gut. Schlagt weiter auf sie ein, dann kommen wir hier raus. Eingestürzt, okay. Ah. Pustet die miesen Kerle weg. Hilf mir mal. So eine wirkliche Unterstützung bist du nicht. Erledigt. Mann, Mann, Mann. Oh, Gott. Verdammt! Mir ist fast das Herz stehen geblieben. Oh, das werdet ihr büßen. Hier, mach doch mal Obert. Schießt du weiter, dann sind sie im Handumdrehen erledigt. Huss. Was war denn das? Auch keine Ahnung. Aber cool. Na, lässt du das? Trefft sie weiter, dann werden sie fliehen. Das ist die reinste Freude. Oh. So. Da sollen wir sogar lang, aber Wuffel hat einen Schatz. Der wird sich in die Richtung befinden. Aber hier kommen wir wahrscheinlich auch nicht, gar nicht durch, ne? Ah, alles klar. Oder was stand da? Freischalten. Okay, Wuffel. Schatzi. Wo denn? Ah. Braver Hund. Oh, ein Tauchplatz. Zeitverzögerungstrank. Das sollten wir vielleicht mal anwenden. Davon haben wir jetzt schon so viele. So, hier war nichts. Nee, okay. Weiter geht's, Digga. Na, ich mag Fledermäuse nicht. Aber scheinbar. Ich habe mich schon gewundert, warum so lange keiner angegriffen hat. Sie haben gewartet, um uns aus der Distanz zu erledigen. Überraschend klug. Naja. Gut, wir können ihnen eine Schießerei liefern oder es ihnen nachziehen und von der Seite angreifen. Eure Entscheidung. Danke, dass ihr ein so leichtes Ziel seid. Guckt mal, wie der fliegen kann. Ja, wir sollten nicht darum stehen und Einschusslöcher.
Na, dann komm. Hopp, hopp, hopp. Rinnenkopf. Überall Fleisch hier. Seht mal! Sie haben sich ein eigenes kleines Schloss gebaut. Ist das nicht niedlich? Den habt ihr schön fliegen lassen. Das sind ganz schön viele. Das war. Zeigt es ihnen! Oh oh. Weg von hier, Mistvieh! Sie sind zwar klein, aber trotzdem gefährlich. Yeah, bam, los, komm. Dir ist garantiert noch keinem Helden begegnet. Genau, nur kein Mitleid mit den Viechern. Ich weiß, sie wirken harmlos, aber es sind blutrünstige Tiere. Also unter Ents sahen sie auf jeden Fall süßer aus. Oh. Ihr braucht Konzentration! Alle weg! Seht mal! Sie haben sich ein eigenes kleines Schloss. Das hatten wir schon. Ist das nicht ähnlich? Sie stehen nicht gern unter Beschuss, was? Nee, laufen gerade weg. Vielleicht lassen die übrigen von ihnen uns jetzt lieber in Ruhe. Sieht nicht so aus. Oh Gott, ein großer. Versucht alle zu erledigen. Hier sind überall Hotsteaks. Oh, ich muss den so erledigen. Tja, den Hopp hat's erwischt. Oh, der schießt. Cool. Mensch, das war ein Kampf. Haben wir hier irgendwas? Sogar eine Kerze. Ich glaube, da schieße ich mal drauf. Irgendwie bietet sich das an. Das, was ihr braucht. Nö, schade. Ha, das habt ihr Bastarde nicht erwartet, was? Wir haben euch überlistet. Es hat sich ausgehoppt. Ein Schatzi. Yeah. $250. Naja, jetzt haben wir schon über 5000. Da könnten wir vielleicht die Butzen im Vagabundenlager reparieren. Oder das Geld für andere Mietwohnungen investieren. Mal gucken. Grabungsort. Ja. Was haben wir denn da? Silberschlüssel, geil. Ach, Schüssel, verdammt, verdammt, verdammt. Ich habe mich schon gefreut. Gar keine Gegner mehr. Etwas merkwürdig. Oh, da geht's durchs Wasser. Okay, dann würde ich sagen, machen wir hier wieder ein Folgenpäuschen. Spitze, bedanke mich. Bis dann.